Hi, das ist eine kleine elektronische Uhr, die von einer normalen Batterie arbeitet. Und was, wenn wir euch zeigen, wie man sie von etwas Ungewöhnliches arbeiten lässt? Zum Beispiel von menschlichem Körper. Dafür brauchen wir ein Stück Kupferdraht, von dem wir die Isolierung abschneiden müssen, weil wir nur Kupfer brauchen. Dann haben wir mit einem Hammer etwas die Spitze abgeflacht, um sowas zu bekommen. Und ein kleines Loch gebohrt. So wird es einfacher mit dem Plusdraht verbinden, das zu unserer Uhr kommt. Jetzt brauchen wir Zink. Den haben wir im Baumarkt auf speziellen Nägeln gefunden, deren Oberfläche mit diesem Metall beschichtet. Am einen Ende befestigen wir Minuskabel. Nach unserer Theorie, wenn ein Mensch diese beiden Metalle berührt, sollte etwas Strom abgeben, den ausreichend sein kann, um diese... Es scheint nicht genug zu sein. Also, es hat nicht funktioniert. So, lassen wir uns mit einem Multimeter die Spannung von einem Mensch messen. Ohne Metalle produziert es praktisch nichts, aber wenn es einen Nagel und einen Draht nimmt, dann bekommt man ca. 0,74 Volt zusammen. Eine normale Batterie hat 1,5 Volt. Also, was müssen wir machen? Richtig, noch eine menschliche Batterie nehmen, mit der ersten Batterie verbinden und die richtige Spannung bekommen. Versuchen es mit der Uhr. Und voilà, wir haben es geschafft. Der Cookie ist schockiert. Wie kann eine Uhr von einem gewöhnlichen Menschen betrieben werden? Jetzt möchten wir eine kleine LED-Diode leuchten lassen. Wir nehmen etwas mehr, Freunde, und... Geschafft! Natürlich brennt es nicht so stark. Ich denke, um meine volle Leuchtkraft zu erreichen, braucht man 10 Freunde oder mehr. Aber wichtig ist, dass unser Experiment mit einer menschlichen Batterie geklappt ist. Diesen Effekt haben wir ganz zufällig entdeckt, während wir ein anderes Video gedreht haben. Bis heute haben wir sowas nie gesehen. Zeige dieses Video deinen Freunden und besonders den Physiklehrer. Sie sollen es erklären, was hier für Magie passiert.